So, hallo zu meinem heutigen Video. Ich möchte heute euch meine Linux-Hardware vorstellen. Hier erstmal eben mein Linux Ubuntu Notebook von der Firma Dell. Hier seht ihr die Schnittstellen USB 2.0 Laufwerk und Kopfhörer. Hinten seht ihr VGA-Ausgang, Netzwerk, nochmal eine USB-Schnittstelle und auf der rechten Kante Stromstecker, einen 9-Zellen-Akku, der circa mit Linux Ubuntu zwischen 7 und 9 Stunden hält. Hier nochmal mein i5 Prozessor-Lüfter Ausgang und nochmal HDMI, USB und SD-Card Reader. Oben die obere Fläche, das ist so gebürstetes Metalldeckel. Und ja, jetzt habe ich es mal aufgeklappt. Jetzt seht ihr die Tastatur, das ist keine Chiclet-Tastatur. Ist natürlich jetzt total untypisch. Hier nochmal ein Linux-Paper. Da war Windows 7 drauf, das habe ich überklebt mit einem Linux-Sticker, denn hier läuft kein Linux mehr, sorry, kein Windows mehr, sondern Linux. Und eingebaut sind 12 GB Arbeitsspeicher mit einer 500 GB SSD von Samsung. Das werdet ihr jetzt auch gleich an der Bootzeit merken. Das geht relativ flott. Und schon können wir uns anmelden. Das waren gefühlte 20 Sekunden, wenn überhaupt. Davon braucht, glaube ich, das BIOS zum Starten länger wie das Betriebssystem. So, und schon sind wir angemeldet und auch verbunden. Hier seht ihr auch, dass die Tastatur eine Beleuchtung hat. Das ist praktisch, wenn man in dunklen Räumen sitzt. Und ja, jetzt seht ihr auch mal kurz, ich gehe mal näher. Die Akkulaufzeit, die ist jetzt auf 7, springt aber gleich auf 9. Also wie gesagt, zwischen 7 und 9 Stunden hält dieser Akku. Das zu meinem mobilen Linux-Gerät. Ich zeige jetzt gleich auch euch meinen Desktop-Rechner. So, und hier seht ihr meinen Desktop-Rechner mit Linux. Das ist ein Acer Predator mit einem 27 Zoll Acer Display, das eine sehr super Auflösung hat, also Full HD. Hier mein Pinguin, mein Cairo Dock, ja, und meine Gamer G15 Logitech Tastatur. Auf diesem Rechner kann ich auch Windows 7 starten. Also ich habe hier vier Festplatten. Auf einer läuft Windows 7, das ist auch eine SSD. Und Linux läuft dann auf einer Terabyte-Platte. Und hier auf diesem Rechner läuft mehr Linux wie Windows.